Heute sind wir im Jugendtreff Oderstraße in Schwäbisch Gmünd. Im Rahmen des Projekts Ostalbkreis gegen Rassismus kochen Jugendliche und Flüchtlinge gemeinsam internationale Gerichte. Zur Kochaktion hat sich hoher Besuch angekündigt. Brigitte Lösch, Landtagsvizepräsidentin, hat sich von Stuttgart auf den Weg nach Schwäbisch Gmünd gemacht. In der Küche wird schon fleißig gekocht. Nebenan bereiten Violetta und Vanessa Piroschki vor. Das sind Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Die Rezepte stammen aus dem internationalen Kochbuch, das im Juni 2013 mit Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Haar zusammengestellt wurde. Und was kommt dann da rein? Jetzt Kartoffeln mit Lauch, aber man kann es auch schon mit Äpfel machen oder mit Kraut oder mit Hackfleisch. Also kann man mit verschiedenen Sachen füllen. Das ist so schwäbisch. Ich finde es eine ganz gute Aktion, vor allem natürlich, wenn deutsche Jugendliche auch mit einfach Jugendliche von anderen Ländern zusammenarbeiten, zusammenkommen und die gemeinsamen Projekte startet und sich einfach besser kennenlernen und auch die Kultur ein bisschen austauschen. Also ich bin sehr positiv davon überzeugt. Dann zieht sich Brigitte Lösch eine Schürze über und hilft tatkräftig in der Küche mit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das Buffet besteht aus Köfte, afrikanischen Hackfleischbällchen, pakistanischem Gemüsereis, Chipgen, ein afrikanisches Fischgericht aus Gambia und den russischen Piroschki. We have come here to join those people who invite us for cooking because they are having strangers from the Stuttgart, from Baden-Württemberg Parliament. They are coming here, they allow us to come and join them to cook for the strangers. That's why we are here. Wohlverdient lassen sich alle die leckeren Gerichte schmecken. Na dann, guten Appetit alle zusammen. Das Essen war hervorragend. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Und warum ich hier bin, weil ich eingeladen worden bin, mir dieses außergewöhnliche Projekt anzuschauen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Jugendliche von der offenen Jugendarbeit kooperieren mit jungen Erwachsenen oder Jugendlichen von der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Und das ist was ganz Außergewöhnliches, auch für den Ostalbkreis. Und deshalb bin ich sehr gerne heute hierher gekommen und habe mir das angeguckt. Und wie lief die Aktion aus Sicht des Jugendtreffs? Ich fand die Idee ganz spannend, dass man mal eine etwas höher gestellte Persönlichkeit zu Besuch kriegt. Das erlebt man ja nicht jeden Tag, zumindest nicht in der offenen Jugendarbeit. Und das fand ich schon sehr spannend. Und natürlich war ich ein bisschen aufgeregt, dass alles so, ob alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das hat super funktioniert, dank unseren super Jugendlichen und den afrikanischen Flüchtlingen und überhaupt den Flüchtlingen. Also ich fand es ganz toll.